Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Interpretation zur Phänomenologie des Geistes. Heute geht es um den 35. und 36. Abschnitt. Und wir müssen uns vergegenwärtigen, dass es im vorigen Abschnittes um die Vorstellung des Begriffes ging. Und die Idee, dass wir es bei der Wissenschaft versuchen müssen, das, was wir unmittelbar erfahren, so zu reflektieren, dass wir daraus etwas Allgemeines ableiten können oder halt umgekehrt, dass wir aus dem Allgemeinen, was wir schon kennen, es konkretisieren können, es verwirklichen können. Das war, ja, das ist der notwendige Kontext für die nächsten Ausführungen. Ja, dann beginne ich mal den 35. Abschnitt zu lesen. Eine solche Darstellung macht ferner den ersten Teil der Wissenschaft darum aus, weil das Dasein des Geistes als erstes nichts anderes als das Unmittelbare oder der Anfang aber noch nicht seine Rückkehr in sich ist. Das Element des unmittelbaren Daseins ist daher die Bestimmtheit, wodurch sich dieser Teil der Wissenschaft von den anderen unterscheidet. Die Angabe dieses Unterschiedes führt zur Erörterung einiger festen Gedanken, die hierbei vorzukommen pflegen. Dazu kommen wir halt später. Ja, das ist halt der erste Teil der Wissenschaft, wenn wir versuchen zu erklären, wie wir vom Ursprung, also vom Unmittelbaren, auch zu der allgemeinen Erkenntnis kommen, jetzt kurz gesprochen. Ursprung unmittelbar. Das Unmittelbare muss halt nicht nur quasi die direkte Perzeption sein, also das direkt Gesehene, spürt oder so, sondern das kann auch quasi die einfache Idee sein. Also ja, wenn wir eben, wenn ich das jetzt fortführe an mein voriges Beispiel, dem Baum, dann haben wir vielleicht eine direkte Assoziation mit dem Baum, also direkt eine bildliche Repräsentation in unserem Kopf. Das wäre, glaube ich, meiner Meinung nach auch was sozusagen eine unmittelbare Idee wäre. Also es muss nicht unbedingt von dieser direkten Perzeption ausgehen, sondern auch von einer direkten Repräsentation, würde ich sagen. Und dass wir quasi dadurch ja, zu dem Gegenpol gelangen. Also wenn wir zum Beispiel bei der sinnlichen Erkenntnis, dann muss es etwas Allgemeines werden und wenn wir vom Allgemeinen, dann muss es verwirklicht werden. So. So, das wäre also quasi der erste Schritt in der Wissenschaft. Und der zweite Schritt, das wäre eben die Rückkehr zu sich selbst. Also, dass wenn wir einmal einen Schritt getan haben, sei es jetzt von da nach da oder von da nach da, dass wir auch konsequent den entsprechenden anderen Schritt durchführen. Das heißt, wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, das wäre mein erster Schritt, dass wir von, ja, sagen wir mal hier der sinnlichen Erkenntnis, also der direkten Perzeption zu diesem allgemeinen Gedanken, das wäre dann der erste Schritt, wie wir das aufzeigen können. Und der zweite Schritt wäre dann
wieder zu zeigen, wie wir von da aus zum Ursprung gelangen können. So, das wäre, ja, das wäre eigentlich das Komplementäre, was für die komplette Wissenschaft eigentlich nötig wäre. Und Hegel sagt, dass es in diesem Werk eigentlich nur um einen Schritt geht. Also es geht eigentlich um das, was unmittelbar klar ist, ja, zu einer reflektierten Form hin zu gelangen. Das wäre sozusagen dieser erste Abschnitt. Das ist vielleicht auch jetzt ein bisschen, ja, kurz erklärt, weil es ja doch eigentlich relativ kompliziert ist, wie alles bei Hegel. Aber ja, ich möchte auch vorankommen. So, kommen wir halt zum 36. Abschnitt. Das unmittelbare Dasein des Geistes, das Bewusstsein, hat die zwei Momente des Wissens und der dem Wissen negativen Gegenständlichkeit. Indem in diesem Elemente sich der Geist entwickelt und seine Momente auslegt, so kommt ihnen dieser Gegensatz zu. Und sie treten alle als Gestalten des Bewusstseins auf. Die Wissenschaft dieses Wegs ist Wissenschaft der Erfahrung, die das Bewusstsein macht. Die Substanz wird betrachtet, wie sie und ihre Bewegung sein Gegenstand ist. Das Bewusstsein weist und begreift nichts als was in Substanz, und zwar als Gegenstand ihres Selbst. Der Geist wird aber Gegenstand, denn er ist diese Bewegung, sich ein anderes, das heißt Gegenstand seiner selbst zu werden und dieses Anderssein aufzuheben. Und die Erfahrung wird eben diese Bewegung genannt, worin das Unmittelbare, das Unerfahrene, das heißt das Abstrakte, es sei des sinnlichen Seins oder des nur gedachten Einfachen, sich entfremdet und dann aus dieser Entfremdung zu sich zurückgeht und hiermit jetzt erst in seiner Wirklichkeit und Wahrheit dargestellt, wie auch Eigentum des Bewusstseins ist. Ja, ich finde, das ist ein sehr schwieriger Abschnitt. Also zunächst behauptet er, dass das unmittelbare Dasein des Geistes zwei Momente hat. Und das ist einmal eben das Wissen. Ja, warte, das ist mir eigentlich ein bisschen, ja, hier ein Pinsel. Und der Gegenständlichkeit des Wissens. Das ist schon mal sehr komisch gedacht, finde ich. Aber wie kann man sich das vorstellen? Was meint er mit diesen zwei Momenten? Also ich stelle mir das so vor. Wissen ist halt diese subjektive Erfahrung, okay, ich habe es verstanden. So ist das, was ich erkenne. Der Baum da, den ich da draußen sehe, oder das Ding da, was ich da draußen sehe, das ist ein Baum, das erkenne ich. Und die Gegenständlichkeit des Wissens ist, wenn ich einfach nur über den Baum reflektiere, also wenn ich sage, okay, das ist ein Baum und ich habe diesen Baum, über den ich gerade nachdenke. Dieser Baum, diese eigentlich Gegenständlichkeit des Wissens, ist quasi auch die repräsentative Form des Wissens. Also dass wir sozusagen eine Repräsentation von unserem Wissen haben, worauf sich unser Wissen bezieht. So, das sind die zwei. Also wir haben natürlich erstmal überhaupt den Wissensakt, also wenn man so will, also hier, das wäre der Wissensakt, der sich auf das bezieht, und der Gegenstand des Wissens ist halt eben, worauf sich dieser Wissensakt bezieht. Und wir haben dann hier zwei Momente, also einerseits das Wissen,
das eben sich auf das bezieht, was er weiß, und eben als zweites Moment eben der Gegenstand, worauf sich das Wissen bezieht. So stelle ich mir das vor. Ja. Dann habe ich mich gefragt, was meint er hier mit der Phrase, in diesem Elemente, also was meint er mit diesem Elemente? Meint er damit das Bewusstsein? Also so interpretiere ich ihn, dass er damit eben das Bewusstsein meint. Also in dem Bewusstsein sich der Geist entwickelt und seine Momente auslegt, so kommt ihnen dieser Gegensatz zu. Ja, also wir haben eben das Bewusstsein und der tätigt sich eben so, dass er das macht. Das ist ja relativ ja, plausibel. Also wenn ich eben das Vermögen zu denken von dem Denken unterscheide, dann ist quasi eben das Bewusstsein eben das Vermögen auch zu wissen und so weiter und so fort. Also das Bewusstsein bietet mir sozusagen überhaupt die Möglichkeit des Denkens an oder des Wissens. Und wenn eben das Bewusstsein versucht zu wissen oder versucht sich ja doch zu entwickeln, dann breitet er das so vor, dass er eben diese zwei Momente entstehen lässt, jetzt in Hegelscher Sprache. Okay, und dann sagt er, was auch wiederum ein bisschen weird ist, die Wissenschaft dieses Wegs, also hier ist ja nie von einer Reise gesprochen worden, zumindest in dem Abschnitt, ist Wissenschaft der Erfahrung. Also, was meint er jetzt damit? Nun, also, das hier, was ich jetzt hier so kurz dargestellt habe, das ist ja eben nicht ein ja, statischer Zustand, sondern es ist eben ein Prozess, der eben verschiedene ja, Episoden oder eben in Hegelscher Sprache Momente besitzt. Also Zeitpunkte, wenn man so will, die eben in ja, Sequenz aufeinanderfolgend geschehen. Aber das heißt nicht, dass unbedingt das zu. Ja, weiß ich nicht. Okay, das lassen wir mal. Also, das sozusagen ja, in Zeitpunkten geschieht. Und das heißt, wenn das der komplette Wissensvorgang ist, dann gibt es hier halt verschiedene Etappen. Also wir haben eben einerseits überhaupt diesen Prozess und dann haben wir den Prozess. Also quasi, ja, was heißt das? Nein. Also wir haben einerseits, sage ich mal jetzt, den Akt, den kompletten Akt. Nun kann aber, was meine ich damit? Also dieser Akt ist, dass wir das in seiner Gänze durchführen. So, also wie, im Grunde genommen eine ganz einfache Aktion, wenn ich eben schon den Begriff des Baumes in mir habe und ich sehe da draußen etwas, was die relevanten Merkmale eines Baumes habe und ich schaue das an und erkenne dann, dass das ein Baum ist, dann geschieht in diesem Sinne genau das, was ich jetzt hier umkreist habe, also dieses Ganze. Und nun kann aber das Bewusstsein auch über sich, über diesen Reflexionsprozess wiederum reflektieren. Das heißt, nehmen wir das hier als das Ganze hier als Wissensgegenstand an, dann kann unser Wissen sozusagen wiederum sich darauf beziehen. Und ja,
der Weg der Wissenschaft ist halt aufzuklären, was hierbei geschieht, wenn eben zum Beispiel das Bewusstsein über seinen Wissensgegenstand nachdenkt und schließlich wieder zu sich zurückkehrt. Also der dritte Schritt, der hier jetzt nicht gezeigt ist, das wäre, dass ja wieder, es ist jetzt schwer zu zeichnen, aber ich glaube, das wäre sowas. Also es wäre dann nicht nur in Bezug dazu und dazu, sondern dann würde sozusagen das Bewusstsein erkennen, dass hier kein Konflikt entsteht, sondern dass das hier tatsächlich auch mit dem hier identisch ist. Also wenn ich Hegel nach meinem Verständnis verstanden habe. Okay, nach meinem Verständnis, ja, lassen wir das. Also das wäre halt diese große Bewegung, dass halt eben der Geist sozusagen merkt, okay, das, was ich glaube zu erkennen, das erkenne ich tatsächlich. Das ist jetzt alles wiederum sehr, sehr abstrakt gedacht. Also jetzt im gewöhnlichen Sinne von abstrakt. Und ich versuche das wieder mal ein bisschen zu vergegenständlichen, weil im Grunde genommen ist es halt anwendbar auf ja, jede einzelne Erkenntniserfahrung. Also wenn wir zum Beispiel eben mit dem Baum, den ich sehe, ja, den Baum, den ich sehe, dann was dabei geschieht, also hier male ich jetzt ein Auge, was aber nicht nur für das Sehen, sondern dass das natürlich auch ein bewusster Vorgang ist, ne? So. Dann ist es halt so, ich habe hier den Gegenstand und ich möchte was über den Gegenstand wissen. Und ich kann ja quasi eine erste Annahme machen, was das genau ist. Und versuche, also sage ich mal jetzt, ich würde jetzt fehlerhaft, damit man es auch irgendwie ein bisschen konkreter hat, das ist jetzt vielleicht eine Ergänzung, die ich vielleicht später revidieren muss, aber sage ich mal jetzt einfach nur, um ja, es zu erläutern. Ich glaube, dass ein Baum eigentlich nur dieser Stamm ist. Ich habe also die Vorstellung, alles, ich brauche nur alles, was einen Stamm hat, das ist ein Baum. Und dann sehe ich aber eine, ja, einfach eine Holzsäule. Also das wäre sozusagen der erste Erkenntnisprozess. Also hier, ich glaube zu wissen, was ein Baum ist. Und das führt dazu, dass ich glaube, dass hier so ein Holzstamm ein Baum ist. Dann gehe ich aber wieder von neuem, mache neue Erfahrungen und ich sehe dann das da, also einfach so einen leeren ha Baumstamm und merke, ach nee, das ist eigentlich gar nicht das, was ich damit meine. Ich glaubte, dass zwar irgendwie das da mit dem identisch ist, aber das war ja gar nicht der Fall. Meine Beschreibung des Baums, was ich so entnommen habe, meine Verallgemeinerung der Erfahrung, entspricht nicht der Wirklichkeit. Also muss ich korrigieren und gemäß der neuen Erfahrung sozusagen mein Wissen korrigieren. Also es ist immer halt dieser Prozess zwischen ja, dem Wissen und eben die Gegenständigkeit des Wissens und dass wir eigentlich immer versuchen,
ja, genauer zu ermitteln, ob das, was ich glaube zu wissen, tatsächlich der Realität entspricht. Das ist jetzt so in meiner Sprache. Aber das erklärt halt, warum hier Hegel von einer Erfahrung spricht. Und Erfahrung ist ja eigentlich im allgemeinen philosophischen Kontext immer die sinnliche Erfahrung gemeint. Also quasi die Erfahrung, ja. Und das würde das halt mit einbeziehen. Aber das muss nicht nur eben die sinnliche Erfahrung sein, das kann halt auch umgekehrt sein. Was ja auch irgendwie schon verständlich ist, dass es auch umgekehrt sein kann. Denn wenn ich hier zum Beispiel diese falsche Vorstellung des Baumes habe, als bloßer Baumstamm, dann kann ich ja auch von da aus sehen, dass meine Vorstellung, mein abstrakter Begriff nicht der Realität entspricht. Das ist ja dann einfach quasi von der umgekehrten Perspektive, statt quasi mich oder primär das hier zu verstehen, also den Baum, das wäre ja das Außending, kann ich eben hier das hier versuchen zu verstehen. Das wäre dann der Begriff. So. Ja, also die Wissenschaft dieses Weges ist Wissenschaft der Erfahrung, die das Bewusstsein macht. Die Substanz wird betrachtet, wie sie und ihre Bewegung sein Gegenstand ist. Ja, was meint ihr wiederum damit? Also Substanz, sage ich jetzt mal so, worüber der Geist gerade denkt, was quasi der zugrunde liegende Forschungsgegenstand ist, sozusagen. Also wenn ich eben den Baum als Substanz habe, dann geht es bei der Wissenschaft nicht nur darum, dass wir diesen Baum hier betrachten, sondern wir betrachten auch den Baum, wie wir über den Baum nachdenken. Also das heißt, die Verarbeitung, die geistige Verarbeitung des Baumes gehört zur Wissenschaft des Baumes auch dazu. Also was wir zum Beispiel, wie wir eigentlich dazu gelangen, dass zu dieser Charakterisierung des Baumes, also zumindest dieser fälschlichen, als bloßer Baumstamm und halt umgekehrt, wie wir halt von dem Baumstamm wieder korrigierend das an die Realität anpassen, indem wir sehen, okay, der bloße Baumstamm da, den ich sehe, das hat eigentlich nichts mit dem Baumstamm, mit dem Baum zu tun, worauf ich mich eigentlich beziehen möchte. Also quasi dieser Erkenntnisprozess gehört auch mit zur Wissenschaft. Das Bewusstsein weiß und begreift nichts als was in Substanz, und zwar als Gegenstand ihres Selbst. Ja, das hier ist quasi ein idealistischer Turn. Das heißt, wir können gar nichts wissen, außer dass es etwas ist, worüber wir halt nachdenken. Also, wenn wir etwas über den Baum wissen, dann ist es immer etwas, was wir schon für uns selbst repräsentiert haben. Es ist immer etwas, worüber wir nachdenken können, was wir quasi als Gedachtes nehmen können und dann über unser, also was ja quasi unser eigenes Konstrukt ist, dieses Gedachte dann reflektieren können. Also der wirkliche Baum, den ich da gerade sehe, nur so, über den kann ich gar nicht reflektieren, sondern ich brauche irgendwie eine Grundlage, worauf meine Reflexionen beginnen können. Und wenn ich eben versuche, sozusagen
innerlich Referenzfotos zu machen von gesehenen Bäumen, zum Beispiel über Baumstämme oder so, die ich dann in meinem Kopf abspeichere, dann sind diese Referenzfotos, die ich abgespeichert habe, ja auch etwas, was ja, ich durch mich aus der Erfahrung verarbeitet habe und die ja auch Produkte meines Geistes sind. Und es ist halt wirklich schwer, wie der Wissensvorgang vonstatten gehen soll, wenn wir eben nicht irgendwie ja, diese Verarbeitung vollziehen. Also wir haben halt, also ja, wie auch Hegel schon sagt, jedes Erkennen ist halt ein Prozess. Es ist nicht so plopp und ich habe einfach das Wissen, sondern wir müssen überlegen, wir müssen reflektieren, wir müssen überprüfen, wir müssen falsifizieren und so weiter und so fort. Und ja, es geht aber noch weiter. Der Geist wird aber Gegenstand, denn er ist diese Bewegung, sich ein anderes, das heißt Gegenstand seiner selbst zu werden und dieses Anderssein aufzuheben. Das finde ich ist wiederum ja, schwer zu verstehen, wenn es so formuliert ist. Aber im Grunde genommen ist es, glaube ich, die Aussage, dass jedes Wissen auch Teil Selbsterkenntnis ist. Also dadurch, dass ich etwas erkenne, erkenne ich auch etwas über mich. Er ist ja Teil der Natur und ich meine, und ja, nee, so nicht. Also, es hat eher was damit hier zu tun, denke ich. Also, was hier da oben. Also, in einer Metaperspektive eben habe ich auf eine, also ein direktes Beispiel mit einem Baumerkenntnis sozusagen versucht darzustellen. Und das wäre hier so ein Metaprozess. Also, wie überhaupt das Erkennen vonstatten geht. Und ja, da das quasi, da der Geist jedes Mal sein Erkenntnisvermögen anwendet, beginnt er natürlich auch darüber zu reflektieren, wie er überhaupt generell Wissen generiert. Das heißt, irgendwann nach vielen einzelnen Erkenntniserfahrungen macht er sich auch zur Frage, wie es sein kann, dass er überhaupt Erkenntnisse sammelt. Und dadurch macht sich der Geist selbst zum Untersuchungsgegenstand, denn er selbst ist ja derjenige, der eben diese Erkenntnisse generiert. Er selbst ist der Gegenstand sozusagen, der diese ja, Erkenntnisse generiert. Und wenn eben der Geist beginnt, das zu erkennen, dass er selbst irgendwie dabei was tut, wenn er irgendwie einen Baum erkennt, dann macht er sich selbst zum einen Forschungsgegenstand. Und ja. Und dadurch versucht er natürlich, dieses, was er ja vielleicht noch nicht versteht, was er da durchführt, zu erkennen und zu seinem Besitz zu machen, beziehungsweise einfach zu wissen, wie es tatsächlich funktioniert. Das heißt, was ursprünglich als ein komisches Phänomen, weil einerseits kennen wir das ja und andererseits in einer ja, also vorreflektiven Wissenschaft wissen wir noch nicht ganz, warum Wissenschaft funktioniert, können wir dadurch eben durch das Reflektieren über Wissenschaft verstehen, wie Wissenschaft funktioniert und dann auch quasi selbstbewusst Wissenschaft betreiben. Und die Erfahrung wird eben diese Bewegung genannt, worin das Unmittelbare, das Unerfahrene, das heißt das Abstrakte, es sei des sinnlichen Seins oder des nur Gedachten Einfachen, ja, darüber habe ich schon gesprochen, sich entfremdet
und dann aus dieser Entfremdung zu sich zurückgeht und hiermit jetzt erst in seiner Wirklichkeit und Wahrheit dargestellt, wie auch Eigentum des Bewusstseins ist. Also vielleicht noch eine Sache, was vielleicht interessant ist, dass er hier von Wirklichkeit spricht, im Sinne, ja, quasi, was man erst im Nachhinein erkennt. Also nach Hegel, wenn ich jetzt einfach nur diesen Abschnitt nehme, ist nicht die Wirklichkeit das, was quasi fast die Realität ist. Also ja, in der Alltagssprache verwenden wir Wirklichkeit und Realität fast synonym, würde ich behaupten, sondern Wirklichkeit ist sozusagen eine erkannte Realität, würde ich sagen. Also, ja. So, das war jetzt viel Blabla für heute und ja, wie gesagt, es ist auch für mich sehr schwer, hier immer Hegel zu folgen. Aber ja, man kann es ja versuchen, ne?